Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Heute werde ich mit euch ein Brot backen, und zwar Oskar heißt er. Nicht der, das Brot. Oskar das Brot. Oskar ist so ein Brotrezept, was wir gerne mal auf unseren Kochvorführungen und auf unseren Kochshows backen. Und heute gibt es den Oskar bei mir in kleiner Version. Bedeutet, für den kleinen Zaubermeister. Ansonsten backe ich das immer in dem großen Topf. Das heißt, dieser Topf in groß, also in doppelt so groß, das ist der Ofenmeister. Und in der Hälfte, das ist der kleine Zaubermeister. Das Rezept habe ich mir dementsprechend umgefrickelt, dass das auf den kleinen Zaubermeister passt. Und das möchte ich, wie gesagt, heute mit euch zusammen machen. Das ist mit eins meiner Lieblingsbrote, muss ich ganz ehrlich gestehen, neben meinem Familienknusperle, was ich euch gerne mal verlinken möchte, und unter anderem auch dem Hanno-Brot, sind das so meine Favorites. So, ne? Okay, gut. Dadurch, dass ich die Zutatenmengen verändert habe, muss ich noch auf meinen Schmierzettel gucken. Hier habe ich es mir nämlich schön zusammengeschrieben. Also das Körbchen sollte man rausnehmen, nicht wahr? Gut, wo ist der Deckel? Hier. Okay, wir fangen an. Mit Wasser. Wir brauchen 270 Gramm Wasser. Da kommt ein kleines Stückchen Hefe, das sind 5 Gramm rein. Und ein, ja, ich habe jetzt, das klebt wie Hulle, braunen Zucker. Bei dem großen Rezept kommt ein Teelöffel brauner Zucker rein. Und ich habe jetzt hier so einen flachen Teelöffel braunen Zucker reingegeben. So, die Hefe werde ich, wie ich es immer mache, 2 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 2 auflösen lassen und dann gleich die restlichen Zutaten dazugeben. Hefe hat sich wunderbar aufgelöst. Jetzt kommen alle anderen Zutaten rein. Wir haben 3 verschiedene Mehlsorten. Wir haben 110 Gramm Roggenmehl 11,50. Wir haben 130 Gramm Weizenmehl 1050 und wir haben 160 Gramm Weizenmehl 405er. Wir kommen also bei diesem Rezept auf eine Gesamtmenge von 400 Gramm Mehl. Man sagt ja, dass dieser kleine Zaubermeister geeignet ist für Brotrezepte bis 500 Gramm Mehlanteil im Teig zuzüglich den Zutaten. Dann gibt es aber auch Rezepte, bedingt wie viel Hefe drin ist, da backt das Brot relativ hoch bis unter den Deckel. Und das sind so, das mag ich rein optisch nicht. Das hat ja mit dem Geschmack nichts zu tun, aber ich mag es rein optisch nicht, wenn das Brot im Topf so hoch backt bis unter den Deckel. Und deshalb habe ich mir so zum Ziel gesetzt, Rezepte, die ich im kleinen Zaubermeister backe, da benutze ich Rezepte oder model die mir um, rechne sie mir um, sodass ich auf einen Mehlanteil insgesamt im Rezept von 400 Gramm komme. Und alle anderen Zutaten passe ich dann an. Und deshalb ist das für mich die absolute beste Maßeinheit für den kleinen Zaubermeister. Und ich bin damit bis jetzt immer super gefahren, deshalb lasse ich das auch so. Okay, Roggenmehl 11,50er, das Weizenmehl 1050er. Und das ganz normale Weizenauszugsmehl 405. So. Salz darf natürlich nicht fehlen, ganz wichtig. Das habe ich schon ein paar Mal vergessen. Dann kannst du das Brot in der Ecke kloppen. Das schmeckt ja überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt hier einen Teelöffel Salz. Und dieses dunkle Pulver, was ihr hier seht, das ist ein dunkles Roggensauerteigpulver. Ein dunkles Roggensauerteigpulver. Ja. Das hat mir fällt es jetzt nicht ein, wie ich das sagen wollte. Also es hat keine Auswirkung. Es hat keine Auswirkung auf das Gehen des Teiges, dieses Sauerteigpulver. Nur geschmacklich. Um das so umzumodeln, dass das auch auf das Gehen des Teiges Einfluss hat, müsste man richtigen Sauerteig benutzen. Möchte ich aber nicht. Da nehme ich das Pulver. Das schmeckt mir unheimlich gut. Es ist aber optional. Das müsst ihr nicht reinmachen, wenn ihr das nicht habt oder nicht möchtet. Das ist egal. Nur es schmeckt halt dann so ein bisschen mehr wie Sauerteigbrot. Und das esse ich sehr gerne. Dann dürfen im Oskar Körner nicht fehlen. Und zwar
habe ich hier Leinsamen, einen Esslöffel und einen Esslöffel Sesam. Das packe ich zusätzlich noch dazu. Und jetzt geht's ans Kneten. Ich lasse das immer 5 Minuten kneten. Teig kneten. Schön rüberschieben, damit er nicht runterplumpst. Und mit meinem Gleiter klappt das ganz super. Ihr seht, ich habe hier nicht so viel Platz und muss also den Thermomix doch des Öfteren mal umplatzieren. Und deswegen, das klappt ganz gut. Und ihr seht, es rutscht auch nichts. Trotzdem natürlich den Thermomix nie aus den Augen lassen, denn der knetet ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Teigkneten ist beendet. Und ich zeige euch mal, das ist so ein ganz kleines süßes Knüppelchen hier drin. Das fülle ich jetzt um. Den Teig hier in meine Schüssel, in meine Nixe. Da ist das Luder doch. Reste schleudere ich wie immer ab. Ist am einfachsten, das abzukriegen. Den Topf habe ich schön sauber gekriegt. Und beim Saubermachen, für die, die es noch nicht bei mir gesehen haben, ich fülle den Topf immer mit Wasser, ein ordentliches Stück bis Übermesser, mache einen Schuss Spüli rein und mache das nicht, wie viele das sagen, kaltes Wasser im Topf schleudern lassen, sondern lass die Temperatur auf 37 Grad erwärmen und lass dann den Topf schleudern. Denn bei 37 Grad löst sich ja, wie wir vorhin gesehen haben, die Hefe im Wasser auf. Und durch das Schleudern wird der ganze Topf ausgespült und ihr habt keine Hefereste mehr drin. Was beim Spülen mit kaltem Wasser nicht der Fall ist. Das ist für mich die beste Möglichkeit, den Topf sauber zu kriegen. Das stelle ich einfach hier ein paar Minuten ein, scheißegal. 37 Grad, mache Stufe 1. Und nachher, wenn das auf 37 Grad erwärmt ist, dann lasse ich das auch nicht durchschleudern und dann habe ich auch kein Theater mit dem Saubermachen. So, der Teig ist hier drin. Ne? Die nächste stelle ich jetzt zur Seite und lasse das ein Stündchen gehen. Und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder, wenn wir das Brot bearbeiten und in die kleine Lilly, also in den kleinen Zaubermeister da geben und dann abbacken. Und ich kann euch wirklich sagen, das ist ein richtig tolles Brot. Es gibt ja zig Brotrezepte. Ich habe ja auch schon Tausende gebacken, aber man hat ja so ein paar Favorites und das ist eins davon. Also das muss ich wirklich sagen, das schmeckt mir und meiner Familie besonders gut und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei euch auch der Fall ist. Also, bis in einer Stunde. Ihr Lieben, der Teig ist nach einer Stunde wunderbar aufgegangen, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir hier schon schön meine Teigunterlage hingestellt, wollte ich gerade sagen, hingelegt. Da mache ich jetzt eine hauchdünne Mehlschicht drauf mit meinem Streufix und hole den Teig jetzt hier raus. Der Teig lässt sich wirklich ganz toll verarbeiten. Dieses Brot ist wirklich ganz, ganz toll. So, jetzt falte ich den Teig ein bisschen. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Das seht ihr ja eigentlich in den Rezepten jedes Mal. Und je mehr man das faltet, desto besser wird die Oberflächenspannung und es entwickelt sich automatisch ein runder Brotleib, der halt, wie gesagt, oben schön die Oberflächenspannung hat. Und ich mag das einfach sehr gerne. Wenn das richtig schön auf Spannung ist, dann reißt das oben auch richtig schön auf. So richtig wie so ein, wie man sich so ein tolles Brot, so ein Bauernbrot oder so vorstellt. Ich drücke das dann immer so ein bisschen länglich, damit ich so einen etwas länglicheren Brotleib kriege. Und guck mal, das kleine Ding passt auf meine Hand, was das für ein süßes Ding ist. So, jetzt kommt die Lilly hier hin. Habe ich ein ganz klein bisschen unten gefettet und einen kleinen Hauch Mehl reingemacht. Und ich packe mal dieses kleine süße Ding hier rein. Ein bisschen schmaler drücken.
jedes Mal so, dass ich den Brotleib vorm Backen oben anfeuchte, aber wirklich nur ganz wenig. Ich könnte das auch mit dem Pinsel machen, ich mache das immer mit der Hand. Ein bisschen einstreichen oben. Und dann putze ich mir jetzt erstmal die Hände ab. Wer kommt denn da schon wieder angeschlichen? Ah, Taco? Ah, kommst du wieder angeschlichen durch meinen Mecher? Ich nehme mal eins mit Wellenschliff. Da machen wir jetzt mal ein paar. So, schaut mal, ich habe das so kreuzweise eingeschnitten und das reißt schon wahnsinnig oben auf. Daran sieht man schon, dass da eine ordentliche Oberflächenspannung ist. Ich mache gerne Mehl oben drüber, ich liebe das. Rein optisch finde ich das. Taco, ich komme gleich! Der muss schon wieder raus. Das lasse ich jetzt hier stehen mit Deckel drauf. Heize den Ofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze auf. Wenn der Ofen die Temperatur erreicht hat, Gitterrost ganz unten einschieben, Lilly draufstellen, Tür zumachen und 60 Minuten backen lassen. Dann nehme ich den Deckel ab, lasse es noch knapp 5 Minuten, also mit Sichtkontakt, noch nachbräunen und dann holen wir nachher gemeinsam den Oscar aus der Lilly raus. So, ich muss erstmal den Hund rauslassen. Bis nachher. Das Brot war jetzt insgesamt 65 Minuten drin, also 60 Minuten gebacken, Deckel ab, 5 Minuten ohne. Also es ist immer noch brütenteils, aber es ist wieder traumhaft schön geworden. Es ist wieder traumhaft schön geworden. Ist das nicht süß? Das ist einfach süß. Wie geil. Es ist ein tolles Brot und es ist ein tolles Backergebnis und ich finde von der Menge her genau optimal für die Lilly. Ich kippe das jetzt aus, damit es auf dem Kuchengitter ein bisschen abkühlt und schneidet das nachher mal für euch an, damit ihr es mal von drinnen sehen könnt. Und ich kann euch sagen, es schmeckt wirklich richtig toll. Also bis später. Hier ist der kleine Oscar und der ist noch warm, denn der ist jetzt vielleicht eine Viertelstunde aus dem Ofen. Und ich schneide den im noch warmen Zustand an. Das klappt wunderbar. Auch mit unserem Wahnsinns Brotmesser hier und das dampft noch ordentlich und ihr könnt hören, wie schön knusprig das ist. Da kann man wirklich perfekte Scheiben mitschneiden und da sitzt schon wieder der erste Gierlappen, das ist Jack und hier ist eine Scheibe Oscar. Könnt ihr, es ist auch voll abqualm, ich werd verrückt. Also ihr könnt mit diesem Messer wunderbar auch heißes Brot schneiden, was ja eigentlich immer ein Problem ist bei heißem Brot, ne? Weil das sonst relativ schnell kaputt geht, aber das ist hier überhaupt gar kein Problem. Schneiden wir noch mal eine ab. Jetzt wieder mal ein Telefon. Warte, Fritzi. So ihr Lieben, ich mache hier gerade meinen Möhreneintopf warm. Hier in der Leitung habe ich gerade meine Freundin Fritzi. Die lacht sich schon wieder tot, ja. Und dazu gibt es jetzt das leckere Brot. Und ich habe gerade schon probiert. Ihr seht, ich habe schon eine große Ecke rausgebissen. Mmh. Der Oscar, der ist super. Der Oscar, ich habe einen Mini-Oscar gebacken. Für die Lilly, Schätzelein. Habe ich jetzt schon gesagt? Ja. Hm? Mega Hunger und ich knusper ihr jetzt ins Ohr. Da regt sie sich voll auf. Also ihr Lieben, ich kann euch den Oscar wirklich ans Herz legen. Das ist ein ganz tolles Brot, das weiß Claudia auch. Der, wie gesagt, im Mini-Format. Ich schreibe euch in der Infobox auch noch rein die Zutaten für den großen Ofenmeister, damit ihr das auch direkt in groß backen könnt. So, ich muss jetzt weiter telefonieren. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Macht's gut, bis bald und backen. Tschüss.